Willkommen! Ich bin Andreas Kuckertz, Professor für Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim. Man kann das auch Entrepreneurship nennen. Sicherlich vieles, aber im Wesentlichen kocht es herunter auf drei Dinge. In der Lehre machen wir unsere Studierenden mit einer durchaus interessanten Karriereoption vertraut. Denn Unternehmensgründer und Unternehmensgründerinnen sind spannende Menschen, die spannende Dinge tun. In der Forschung schaffen wir die Fakten, die es solchen Unternehmensgründern helfen, sicherer durch den Gründungsprozess zu kommen. Und natürlich unterstützen wir auch Startups, die aus der Universität heraus gegründet werden. Sich mit Entrepreneurship im Studium auseinanderzusetzen, macht ganz sicherlich insbesondere für diejenigen Sinn, die eines Tages anstreben, auch einmal selber ein Startup oder Unternehmen zu gründen. Das ist klar. In der Startup-Szene gibt es aber auch eine ganze Reihe anderer Jobs. Man kann Investor sein, man kann Wirtschaftsförderer sein, man kann grundsätzlich Startups supporten, da passiert sehr, sehr viel. Und auch dann ist es sicherlich ein sinnvoller Schritt, sich mit Unternehmertum im Studium auseinandergesetzt zu haben. Und selbst wenn man sich überhaupt nicht dafür begeistern kann, eines Tages ein Unternehmen zu gründen, macht es trotzdem Sinn, denn etablierte Unternehmen stellen gerne Menschen ein, die gelernt haben, unternehmerisch zu denken. Viele Menschen, die ich kennenlerne, sagen mir, dass sie gerne ein Unternehmen gründen würden, aber sie wüssten nicht, mit welcher Idee sie das tun sollen. Mein Eindruck ist, man lässt sich lähmen von der Suche nach der perfekten, goldenen, nicht hinterfrag- und kritisierbaren Idee. Nun wissen wir aber aus Erfahrung, dass Ideen nie so umgesetzt werden, wie sie ganz am Anfang ausgesehen haben. Das heißt, Ideen verändern sich und nur derjenige, der losläuft und auch etwas macht, wird Dinge lernen, um Ideen zu formen. Und das heißt, lassen Sie sich nicht lähmen von der perfekten Idee, sondern legen Sie einfach mal los. Im Grunde gilt das alte Nike-Motto, just do it.